Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei LF19. Ich bin gerade auf dem Marsch. Version 2.7. Ja, ich habe mal alle Fahrzeuge mal gestartet, die gefahren sind. Und nun starte ich selber zum Verkauf. Schwatten. Die ganzen Fahrer für hier, für den Rühmeroder. Die Abfahrer halt. Und ich fahre jetzt, nachdem ich hier wieder aktiviert habe, Richtung, jo, das war geplant, Fußballer, ne? Die Zuschauer wollen Bier haben, hier dürfen sie doch ran ins Stadion. Deswegen brauchen sie auch Bier, sonst wäre es ja Quatsch. Kurz überlegen, fahren wir links? Jo, fahren links. Alle Wege führen nach oben und alle Wege zum Fußballstadion. Im groben Sinne jedenfalls. Ja, die Produktion haben wir noch nicht alle aktiviert oder gekauft. Sonst werde ich auch nicht schaffen. Immer einen am anderen. Zurzeit haben wir den nächsten Plan. Boah, Bäckerei vielleicht. Mühle. Also die Mehlfabrik. Glaube nicht ganz verkehrt. Ich weiß es. Bei 23. Guck mal eine Karte rein, ne? Machen wir mal die Mühe. Ich weiß nicht, 9. So. Gehen wir hier rein in die Karte. Stadion. Da, ne? Markieren und setzen. Vorbeigefahren. Besuchen nicht. Kommt damit nicht raus. Hier so ein Ding, ne? Ne, nicht zurücksetzen. Bloß nicht. Einsteigen höchstens. Gut, dann müssen wir tricksen. Weiß zwar nicht, warum das nicht funktionierte. Keine Ahnung. Aber es wollte nicht. Kommt auch nicht raus. Jetzt sehe ich nicht. Tja, das ist ganz komisch. Also, jetzt hier geht nicht. Menü aufrufen. Mal sehen. Wegen Speichern ist blöd, ne? Wenn ich können, ne? Gut, wo bewegen wir uns gerade? Verkehrte Richtung. Gute Frage. Das geht auch nicht. 9 auch nicht. Ja, springen geht. Und dazu noch ein Fahrzeug, wo wir reinhüpfen können. Vielleicht können wir das umgehen. Stau sie vor einer Ecke gleich. Ja, ob wir da einsteigen können, mal schauen. 3 Minuten gespielt. Das ist saudämlich, ne? Aufhören und speichern und neu laden geht nicht. Gut, das funktioniert. Das ist komisch. Komisch, jetzt geht das auch wieder. Fragt mir nicht warum, aber das ist so. Ob wir hier rum können. Das ist gerade nicht zu eng. Hey, wer hat den Blumentopf in den Kübel gepflanzt? Immer so rum? Ich glaube nicht, aber doch. Ich war hier fast noch nie. Ich hatte bezüglich noch nicht an der Gärtnerei und noch nicht viel verkauft. Immer langsam. Immer langsam. Ja, mach heute mit Folge Nummer 2 weiter. Jo. Gestern war ich zur Bude. Dachte mir erst, nach legst du ein Stündchen auf die Couch. Ja, Runde ist nicht geworden. Ein bisschen mehr und dann habe ich gesagt, ja, jetzt ist egal, was soll's. Ne, was soll's? Jetzt soll sie quälen, ne? Ja, gibt Nachschub. Und dann habe ich gesagt, okay, gehst ins Bett. Und bis zum Morgen frisch. Ja, das ist doch nicht ganz richtig.
So, muss alles verkaufen, mal gucken. Er wackelt schon mal. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn er wackelt. Schlecht für SPS immer so, ne? Hier S2, mal drücken hier. 30. Ja, verkauft alles. Ja, Brauerei, den Preis sind wir im Keller. Ich fahre mal zu der Zementfabrik. Ich glaube, hier haben wir uns egal. Und werde mal schauen, dass ich da ein bisschen Zement auslagern kann. Pflastersteine habe ich ein paar da. Dann fahre ich mal zum Baumarkt. Wir brauchen ja Geld für unsere, trotzdem recht viel, ne? 300.000. Könnte ein bisschen mehr sein, ne? Oder hat der Preis heute sich geändert? Mal gucken, mal gleich da rein. Ja. Preis. Das kann durchaus sein, dass der Preis sich durch neue Laden sich ändern könnte. Ich schließe es mal nicht aus. Ich kann es zwar nicht belegen, aber naja, hat sich nicht geändert. Nee. Leider nicht. 2000 sind ja möglich, so 2005. Das ist blöd, weil die Brauerei ist gut gefüllt, kann man sagen. Ne? Und ja, gut, leider ist es so. Ich würde ja gerne mehr veräußern, aber wenn 500 Euro pro 1000 Liter mehr verdienen kannst, dann ist es doch schon. Da können wir lieber im Lager lassen und die Produktion ruhen lassen. Im Extremfall. Bevor wir das verschenken. Ne? Denn ja, das der Hopfen reicht sowieso nicht ganze Jahr, sowieso nicht das ganze Jahr. Von daher ist das, denke ich mal, gerechtfertigt, wenn wir das ein bisschen zu, abwarten. Das Lager ist ja gut gefüllt, im Hauptlager. Ist halt auch schon reif. Ich habe noch eine Wiese. Ne, im Wachstum. Aber das sieht so aus, als wenn das noch spätestens in den. Wir haben Tag 4 im Herbst. Das könnte noch reif werden. Also die kleinen Wiesen muss ich noch mähen. Ne? Und Blocking. Blocking. Also verkaufen und nebenbei Ackerwirtschaft machen, das ist ein bisschen ungünstig. Gut, die Fahrzeuge zum Ballpressen sind da. Da würde ich mal gleich nachdenken. Einstellen. Sobald wir einen LKW gefahren haben zur Zementfabrik, bevor wir da einladen, werde ich die da entsprechend einstellen. Die beiden Abfahrer daneben fahren vom Feld runter und dafür hauptsächlich verfahren mich nicht jetzt. Dafür komme ich darauf. Die beiden Ballenpressen arbeiten lassen. Denn die Wiesen 19 und 36, da sollten auch Weizen und Gerste rein. Das war ein Flieger. Und deswegen kann Outrive so eine schnelle hohen Geschwindigkeit nicht fahren. Unberechenbar. Links und rechts ist alles brach, nicht geerntet worden. Hatte keine Zeit. Beziehungsweise keine Zeit für Lohnarbeit. Immer der heftig, die Rappen sind heftig. Ich habe diesen anderen Mod wieder rausgenommen mit dem Realismus, mit dem. Das ist doch ein bisschen zu extrem. Das funktioniert an meinen Augen nicht perfekt. Wir brauchen auch immer, ne? So, Zement. Der kommt hier rechts raus. Also das Lager ist noch gefüllt hier, also von daher ist hier kein Handlungsbedarf. Gut, bevor wir ausfüllen. Ich darf hier nicht. Junge, ebenfalls ist faul. Steinrot. Maximum. Erzeugen. Leer. Gut, Steinerstellung rot. Graue Steine. Maximum erzeugen.
Dort ist er was, ne? So. Müsste normalerweise in Knie gehen, weil Steine sind schwer. Knie in Anführungszeichen, ne? Mit drei Achsen hinten, da geht schon mal drauf, vom Gewicht her. Aber halt anders wie jetzt hier Mobilpaletten. Kann ich nicht vergleichen jetzt. Ich weiß, dass Steine recht schwer sein können. Jo. Fasst ihr öfters mal an, ne? Pflastersteine. Ob grau oder rot, ist glaube ich egal. Irgendwann wachsen überall das Moos und die Algen. Im Schatten werden sie ganz gerne grün. Ist aber ein gutes Zeichen, das ist eine saubere Umwelt. Also, das ist dann halt mal so, ne? So, dann haben wir es mal geschafft. Er speichert, passt. So, ich wollte erst die Jungs entlassen. Damit der andere letzten Meter machen kann. Stellen wir hier rechts an der Straße hin. Und dann geht irgendwann los, schicke ich alles mal zum Hof. Beziehungsweise zur nächsten Wiese, ne? Sobald die gemäht sind, die nächsten Wiesen, geht das los. So. Ich glaube, hier habe ich scharf gemacht. Fährst du nur eine Runde? Das wäre Quatsch, ne? Bisschen irre, bisschen. Na, nicht irre, aber. Bisschen merkwürdig, sag mal so. Aber irgendwie sind die Kurse so, dass doppelt gefahren wird. Aber schon gefahren wurde. So. Einsteigen, nimm den ersten. Der erste bei mir mal links. Warum weiß ich auch nicht, aber ist halt so. So. Hier müssen wir. Das ist Feld 50, ne? Ja. Feld 50. Links. Arbeitsbreite, geht das immer breiter. Ach so. Weiß nicht, ob das. Ach so. Das funktioniert, ne? Aber eigentlich ist auch genau so. So, hier ist ersten Wegpunkt aktiviert. Den nehmen wir hier ein bisschen größer, weil da gibt es ja schon Probleme wegen den ersten beiden Kursen. Man sieht, was hier geht an Entfernung. Dass der zweite entsprechend lange wartet, bis er loslegen kann. Mal rund 400 Meter machen, mal testen wir so. Und zwei kombinierte Kurse, das wollen wir nicht. Sonst haben wir Probleme. Ne? Nur ein Kurs, sonst haben wir Probleme. Abfahrer einstellen. Der erste links und der zweite wird rechts sein. Auch hier werde ich entsprechend mitfahren, das erste Mal. Das erste Mal, sonst. Alten Kurs löschen. Feld 50 Schwatten nehmen wir mal gleich. Ersten Wegpunkt. Hier aktiviert. 100 Meter lassen wir. Dahinter eben fährt ja keiner, ne? Gleich mitfahren. Gleich mitkriegen, was los ist hier, ne? Wo ihr seid. 14, wir haben noch. Gut, hier ist die Marsch ist Dienstag. Ich komme durcheinander. Kann jetzt auch grob gesehen auch verkehrt gehen. Bitte so verzeihen. Ich wünsche euch mal trotzdem einen schönen Wochenstart. Das ist normal, dass er da fährt, weil der Kurs ist eh anders. Weil die fahren hin und her, das war so ein blöder Kurs. Und zwar ganz kurz zeigen. Dort sind
So ein komischer Doppelkurs, wo zwei nebeneinander fahren, links und rechts, und natürlich ist er hochgefahren, wieder zurück, und schon war das Gras woanders, ne? Blöd. Bist du rechts oder links? Oh. Rechts, wieso fährt er jetzt da? Oh, weiter auf einem Kurs. Das kann nicht gut gehen. Links. Habe ich nicht nichts eingestellt? Kann sein, dass ich Glück hatte, weil er es entsprechend Glück hatte. Das wird jetzt und durch diesen Versatz. Und nun. Lassen. Ersten Wegpunkt normal. Tja, weiß ich auch nicht genau. Wieso macht das nicht? Zweite. Der scheint den Kurs zu nehmen. Scheint. Ja, das ist faul. Da macht auf jeden Fall was. Das ist links. Lassen. Rechts. Warum machst du das? Warum machst du das so mit mir? Also darum geht nicht, weil er eh kurz fährt. Tja. Das ist komisch. Gut, lass mal so fahren. Könnte ja sein, dass der noch irgendwie genutzt wird, der Weg, ne? Ist ja nicht rechts. Das weiß ich nicht genau, wo man den ersten Spat nicht nimmt. Oder nimmt er den Spat sogar? Wow. Es kann sein, dass es dadurch ja. Komm, bremst nicht ab, das ist Platz. Kurz vorbeifahren. Einstellen. Der Ball ist ungünstig. Ich habe extra so gemacht, dass er im Feld anfängt, damit sie nicht außerhalb liegen. Wohl, er wird vielleicht gehen. Vielleicht, mal sehen. So, mitfahren, Kontrolle. Weil aber bei den ersten beiden Bahnen ist ja ein bisschen blöd, weil die ja im Prinzip denselben Spat nochmal aufnehmen und neu legen. Ja, wodurch er ja im Prinzip durchs Leere fährt. Ne? Er ist im leeren Muss gefahren und er hat beide genommen im Prinzip. Die nächsten müssten ja passen. Im Brom. Dann können wir weiter verkaufen. So, liebe Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ja, ich sage mal schön Dank fürs Reinschauen. Tschüss, ciao, ciao. Ja, morgen geht es hier weiter. Hier, Karte von Thüringen. Noch diese Marsch, Entschuldigung. Jo, die Erde kommt ja später. Tschüss, ciao, ciao. Bis morgen. Wenn Lust und Laune habt, ich bin da. Tschüss.